Ja, dann begrüße ich Sie ganz herzlich zur heute letzten Sitzung mit einem auswärtigen Referenten, Referentin, die Sitzung mit Thomas Rauschenbach über den Arbeitsmarkt wird auf den 28. November verlegt, weil darum auch noch eine kleine Fachtagung gebaut wird. Ich werde Sie, weil Sie dann ja in anderen Seminaren sitzen, zu dieser Veranstaltung auf jeden Fall einladen. Es wird sicherlich eine sehr spannende Veranstaltung sein, weil es da um aktuelle Tendenzen, aber auch um Strukturen des Arbeitsmarkts im Bereich der frühen Kindheit insgesamt geht und Sie vielleicht auch für Ihre beruflichen Perspektiven etwas erfahren. In der nächsten Woche werde ich dann hier sein und werde Sie noch einmal beschäftigen. Ich werde Sie aber im Laufe dieser Woche diesbezüglich noch einmal anschreiben. Heute freue ich mich ganz besonders, dass Michael Sebastian Honig von der Universität Luxemburg hier hingekommen ist, um Ihnen etwas über Institutethik nicht zu erzählen, sondern Sie damit einzuführen. Und Sie sehen schon, hinter dem T fehlt ein H. Und Sie werden gleich erfahren, warum da kein H steht. Es geht nämlich nicht um eine Ethik mit TH, sondern um etwas ganz anderes, was sicherlich auch einer Ethik unterliegt. Aber ob das wirklich nur normativ ist oder ob es ein Theoriebegriff ist, da schauen wir jetzt mal hin. Ich freue mich ganz besonders, dass Sie heute hier sind und wünsche Ihnen viel Spaß mit uns. Ich glaube auch, den werden wir haben. Vielen Dank, lieber Herr Hoffmann, für diese freundliche Einführung, für diese freundliche Begrüßung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Es ist immer eine Unterbrechung des gewöhnlichen Betriebs, wenn man rausfährt und einen Vortrag hält. Und in diesem Fall ist es eine besonders große Unterbrechung, weil die Zugverbindungen zwischen Luxemburg bzw. Trier, wo ich wohne, so schlecht sind, dass man nicht am selben Tag hin einen Vortrag halten und wieder zurückfahren kann, sondern ich buchstäblich an einem Tag hinfahre, am zweiten Tag den Vortrag halte und am dritten Tag wieder zurückfahre. Das ist das Leistungsspektrum der Deutschen Bahn, womit ich bei dieser Gelegenheit auch nochmal ausdrücklich werben möchte. Ja, aber das ist wunderbar, weil ich auf die Weise Zeit habe, Osnabrück ein bisschen anzuschauen, was anderes zu lesen als üblich. Und insofern bin ich gut gelaunt und freue mich, dass ich hier bin und vor Ihnen etwas erzählen kann. Ich bitte gleichzeitig um Entschuldigung, dass ich meine Jacke abgelegt habe, die hängt da vorne und hier so leger stehe. Das ist nun wirklich der Temperatur geschuldet und ich hoffe, dass Sie das akzeptieren. Institutethik von Kindertageseinrichtungen. Herr Hoffmann hat schon gesagt, das ist ein komisches, ungewöhnliches Wort. Ich würde mich wundern, wenn Sie dieses Wort Institutethik schon einmal gehört hätten. Es ist auch wirklich ein merkwürdiger Ausdruck. Er wird in der Erziehungswissenschaft, insbesondere in der Pädagogik der frühen Kindheit, praktisch nicht benutzt. Mit Ethik jedenfalls, das hat Herr Hoffmann ja schon gesagt, hat Institutethik nur einen ähnlichen Wortklang gemeinsam, sonst nichts. Das Wort wurde von Siegfried Bernfeld verwendet. Können Sie mich gut verstehen? Jetzt muss ich da nicht mehr drauf achten. Gut, danke schön. Das Wort wurde von Siegfried Bernfeld verwendet. Vielleicht hat er es auch erfunden. Siegfried Bernfeld ist ein Klassiker der Sozialpädagogik des 20. Jahrhunderts. Er hat den Ausdruck Institutethik in seinem Buch Sisyphus oder die Grenzen der Erziehung benutzt, das erstmals 1925 erschienen ist, und zwar im internationalen psychoanalytischen Verlag, der seinen Sitz in Leipzig, Wien und Zürich hatte. Für alle, die sich mit der Geschichte der Psychoanalyse auskennen oder ein bisschen damit beschäftigt haben, klingt etwas mit, wenn Sie diese Städtenamen hören. Bernfeld kam aus der Jugendbewegung und war stark von der Psychoanalyse beeinflusst. Als wenn das nicht schon genug wäre, war Bernfeld auch Marxist und Jude, also in mehrfacher Weise Außenseiter der damaligen deutschen Gesellschaft. Im Sisyphus polemisiert er
gegen die Unwissenschaftlichkeit der Pädagogik und attackiert die Allmachtsfantasien der Pädagogiker, wie er sie nennt, etwas höhnisch, deren Ideale in keinem Verhältnis stehen zu ihrer Fähigkeit, sie zu verwirklichen. Bernfeld verlangt von Pädagogen stattdessen Tatbestandsgesinnung und wurde so zu einem Stammvater der modernen empirischen Erziehungswissenschaft. Eine Erziehungswissenschaft freilich, die nicht nur zweckrational sein, das heißt erreichen wollte, was sie versprach, sondern auch die Gesellschaft ändern wollte, welche die Möglichkeiten von Erziehung begrenzt. Daher wurde Bernfeld, der vor den Nazis emigrierte und von der Erziehungswissenschaft später weitgehend vergessen wurde, von der Studentenbewegung wieder entdeckt und ist danach, wie Christian Niemeyer ketzerisch formuliert, zum entdecktesten aller Sozialpädagogen geworden. Ich glaube dagegen, dass Bernfelds Idee der Instituetik, zumindest in der Pädagogik der frühen Kindheit, ihrer Entdeckung noch hart. Bernfeld lenkt mit diesem Begriff die Aufmerksamkeit auf die sozialen Orte der Erziehung, genauer auf die Interdependenz, auf die wechselseitigen Abhängigkeiten zwischen pädagogischen Organisationen und den Praktiken und Erfahrungen ihrer Akteure. Dabei konzentriert sich Bernfeld auf die Schule. Er hat den Begriff der Instituetik aus einer Kritik der Didaktik entwickelt. Die Schlüsselthese seiner Instituetik lautet: Es ist nicht der Pädagoge, der erzieht, es ist vielmehr die Schule als Institution, als Teil des Bildungssystems, die das pädagogische Geschehen prägen und die Erfahrungen, die das pädagogische Geschehen prägt und die Erfahrungen der Schüler bestimmt. Sie können sich gewiss vorstellen, dass diese Perspektive Pädagoginnen und Pädagogen irritiert, denn sie verlangt von ihnen eine Dezentrierung ihres Blicks. Sie mutet ihnen zu, ihr Handeln nicht lediglich im Hinblick auf den Zögling, den Adressaten, das Kind zu reflektieren, sondern die Autonomie ihres pädagogischen Handelns zu hinterfragen und zu problematisieren. Die Frage ist freilich berechtigt, ob beides auf einmal möglich ist. Daher nehme ich in meinem Beitrag auch ausdrücklich nicht die Position des Praktikers, sondern die eines Beobachters ein. Es geht mir in meinem Vortrag um eine theoretische Perspektive auf das frühpädagogische Handeln. Meine These lautet: Der Begriff Instituetik verweist auf eine Theorie der Praxis pädagogischer Institutionen. In dieser modernen Theoriesprache ist Ihnen der Ausdruck Instituetik gewiss nicht mehr so fern. Jetzt mag Ihnen vielleicht schon eher einleuchten, was gemeint ist, wenn ich in meinem Vortrag den Titel Instituetik von Kindertageseinrichtungen gegeben habe. Ich versuche, Bernfelds Kritik der Didaktik auf die nicht familiale und vorschulische Bildung und Erziehung, Bildung und Betreuung anzuwenden. Dabei gehe ich von der Prämisse aus, dass die Pädagogik der frühen Kindheit Kindertageseinrichtungen wie Gehäuse denkt, die ihrer Praxis Möglichkeiten eröffnet und Grenzen setzt, ihr aber im Wesentlichen äußerlich bleibt. Dagegen möchte ich mit Bernfeld die Position vertreten, dass Kindertageseinrichtungen soziale Orte sind, die ihre Pädagogik haben. Ist dies dasselbe wie Frühpädagogik oder Pädagogik der Kindheit? Jedenfalls ist es ein anderes Verständnis von Pädagogik im Feld der frühen Kindheit, als es weithin gepflegt wird. Gewöhnlich gilt die Aufmerksamkeit der Frage, wie man die pädagogische Praxis verbessern, optimieren, curricularisieren, effektiver gestalten kann. Ich gehe dagegen von der Frage aus, warum Pädagogik in der Regel nicht erreicht, was sie intendiert. Ich wundere mich darüber, dass sich die Pädagogik, insbesondere die Frühpädagogik, so wenig dafür interessiert, warum das so ist.
Man könnte nun einwenden, ob es nicht selbstverständlich sei, die Wirklichkeit in Kindertageseinrichtungen unter dem Gesichtspunkt zu betrachten, wie man sie verbessern kann, wie die Praxis qualifizierter, professioneller, kindgerechter werden kann. Ob es nicht Sinn und Zweck von Frühpädagogik sei, schlechte Praxis durch bessere Praxis zu ersetzen. Wie Bernfeld glaube ich jedoch, dass man über die Möglichkeiten der Erziehung gar nicht erst nachdenken muss, wenn man sich für ihre Grenzen nicht interessiert. Trotz, ja gerade wegen der sogenannten empirischen Bildungsforschung, weiß die Pädagogik zu wenig darüber, wie sie bewirkt, was sie leistet. Sie wird allenfalls danach gefragt, in welchem Maße sie die Erwartungen zu erfüllen vermag, die an sie gerichtet werden. Ich möchte Ihnen meinen Gedankengang in drei Schritten vorstellen und warne Sie jetzt schon, Herr Hoffmann hat mich ausdrücklich darum gebeten, ich werde Sie ungefähr eine Stunde lang bearbeiten, Ihnen was erzählen, Ihre Aufmerksamkeit binden, eine Stunde. Im ersten Schritt frage ich, wie sich die Pädagogik der frühen Kindheit die pädagogische Praxis vorstellt. Meine These lautet, ganz im Sinne von Bernfeld und provokativ angesichts des Siegeszugs der empirischen Bildungsforschung, es fehlt der Frühpädagogik an Tatbestandsgesinnung. Sie kann viel darüber sagen, was in Kindertageseinrichtungen geschehen soll. Sie betrachtet das alltägliche Geschehen unter programmatischen Gesichtspunkten. Sie denkt grundsätzlich konzeptionell, weiß aber wenig darüber, was tagtäglich wirklich geschieht. Im zweiten Schritt komme ich auf Siegfried Bernfeld zurück und stelle Ihnen das Konzept der Institutethik eingehender dar. Anders als der Mainstream der Frühpädagogik denkt Bernfeld die pädagogische Praxis nicht von ihren Plänen, nicht von ihren Ambitionen, sondern von ihren Grenzen her. Er fragt, was macht Pädagogik möglich? Und er betrachtet die Pädagoginnen und Pädagogen nicht als Zentralfiguren des pädagogischen Feldes, sondern als Akteure, die in dessen Konflikte und Machtverhältnisse verstrickt sind. Im dritten Schritt möchte ich Sie auf die Aktualität des Konzepts der Institutethik hinweisen, indem ich Bernfelds Grundgedanken und Impulse mit Hilfe moderner Praxis- und organisationstheoretischer Konstrukte erläutere. So vorbereitet möchte ich Ihnen veranschaulichen, was man über Kindertageseinrichtungen in Erfahrung bringen kann, wenn man sie nicht unter dem Gesichtspunkt programmatischer Ansprüche, also evaluativ, sondern unter dem Gesichtspunkt der Logik des Geschehens betrachtet. Ich stelle Ihnen eine Forschungsstrategie vor, die auf eine Theorie der Praxis von Kindertageseinrichtungen zielt. Zum Schluss die kurze Zusammenfassung. Wie also stellt sich die Pädagogik der frühen Kindheit die Praxis vor? Mein erster Gedankenschritt. In diesem ersten Schritt geht es mir um eine Kritik der Frühpädagogik. Meine These lautet, dass die Wissenschaft von der Pädagogik in Kindertageseinrichtungen viel zu oft lediglich einen evaluativen Blick auf die Praxis in den Kindertageseinrichtungen wirft, dass sie die Praxis also als ein verbesserungsbedürftiges Geschehen und die Kinder als förderungsbedürftig ansieht. Damit hängt eng zusammen, dass sie das Praxisfeld, vor allem die Kinder und die Rahmenbedingungen der pädagogischen Arbeit, mit den Augen der Fachkräfte, also im Lichte eines Handlungsauftrags sieht, und diese perspektivische Verengung als Praxisrelevanz missversteht. Was geschieht in Kindertageseinrichtungen? Diese Frage lenkt die Aufmerksamkeit auf ein semantisches Feld, das von den Konzepten Entwicklung, Betreuung, Bildung, Lernen, Sozialisation, auch Prävention bestimmt ist. Ähnlich steht es auch im Kinder- und Jugendhilfegesetz. Im Paragraphen 22, Sie kennen das alle, heißt es, die Aufgabe umfasst die Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes.
Bemerkenswert ist, dass hier über die Aufgabe von Kindertageseinrichtungen gesprochen wird. Das ist in einem Gesetzestext zu erwarten. Aber verhält es sich anders, wenn die Frühpädagogik diese Begriffe benutzt? Spricht die Frühpädagogik von den Aufgaben der Kindertageseinrichtungen oder von ihrem Alltag, wenn sie von Betreuung, Bildung und Erziehung spricht? Um diese Frage beantworten zu können, muss man das Geschehen in Kindertageseinrichtungen beobachten. Allerdings kann man Aufgaben nicht beobachten. Ob das Geschehen in Kindertageseinrichtungen Aufgaben erfüllt, können nur die Fachkräfte sagen. Sie beschreiben das Geschehen in Kindertageseinrichtungen im Lichte ihrer pädagogischen Aufgaben. Das heißt, sie sprechen konzeptionell über Betreuung, Erziehung und Bildung, nicht empirisch. Noch etwas Zweites ist bemerkenswert an diesem Katalog von Konzepten. Das semantische Feld lässt nämlich deutlich erkennen, dass es bei der Pädagogik der frühen Kindheit nicht lediglich um Erziehung und Bildung geht. Es geht auch um Betreuung, um Sozialisation, es geht auch um Prävention, also um nicht pädagogische Aufgaben. In den Aufgaben von Kindertageseinrichtungen verbirgt sich die Frage, wer diese Aufgabe stellt und in welchem Maße die Pädagogik der frühen Kindheit ihre Aufgaben selbst formulieren kann oder ob sich in ihnen gesellschaftliche Aufträge bzw. Funktionen verbergen. Die Betreuungsfunktion von Kindertageseinrichtungen leitet sich beispielsweise aus der Aufgabe ab, Eltern die Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und Familienleben zu ermöglichen. Das ist keine pädagogische Aufgabe, aber sie muss pädagogisch gestaltet bzw. ausgeführt werden. Die harmlose Frage danach, was in Kindertageseinrichtungen geschieht, kann mithin nicht ohne Theorie beantwortet werden. Eine solche Theorie hat mindestens nach dem Vorhergesagten zwei Probleme. Zum einen lässt sich pädagogisches Handeln nicht unmittelbar beobachten. Pädagogische Begriffe sind reflexive Konzepte, die ein Geschehen aus der Sicht von Akteuren auf ein vorgestelltes Ziel beziehen. Eine Theorie der Pädagogik in früher Kindheit braucht also ein Verständnis vom Verhältnis von Programm und Praxis, von Anspruch und Wirklichkeit. Zum anderen neigen Theorien pädagogischen Handelns dazu, die Vorgaben und Bedingungen zu übersehen, unter denen es steht. Das wird bei pädagogischem Handeln in Kindertageseinrichtungen besonders deutlich, denn diese Einrichtungen gäbe es gar nicht, wenn die Sorge um die Kinder allein in privater Verantwortung liegen könnte. Dazu braucht es aber eine ökonomische und eine Geschlechterordnung, die nicht als selbstverständlich vorausgesetzt werden kann und die pädagogisch außer Reichweite liegt. Wenn man sich umsieht, wie die aktuelle Debatte in der Pädagogik der frühen Kindheit diese Probleme löst, lassen sich meines Erachtens drei Gruppen von Theorien der Erziehung in früher Kindheit unterscheiden. Die erste Theoriegruppe lässt sich unter den Titel Erziehung als Technologie bringen. Die Konstrukte der sogenannten empirischen Bildungsforschung basieren auf psychologischen Theorien der kognitiven Entwicklung. Erziehung bedeutet Entwicklungsförderung. Die Ziele dieser Förderungstätigkeit sind den Entwicklungsprozessen selbst nicht inhärent, sondern ethisch bzw. politisch begründet und werden primär durch das Bildungssystem repräsentiert. Sie wird als Anwendung von Wissen über entwicklungsförderliche Bedingungen verstanden und gilt dem einzelnen Kind im pädagogischen Setting von Krippe, Kindergarten und Grundschule. Entsprechend folgt die Erziehung in früher Kindheit der zweckrationalen Logik einer Elementardidaktik und lässt sich im Lichte von Wirkungsannahmen optimieren. Das heißt dann pädagogische Qualität. Zweite Theoriefamilie, Erziehung als Beziehung. Bindungstheoretische Ansätze der Erziehung in früher Kindheit operieren mit Modellen psychosozialer Entwicklung. Untersuchungseinheit ist nicht das einzelne Kind, sondern sind die Beziehungen, die es mit seinen wichtigsten Bezugspersonen unterhält. Entsprechend
bedeutet Erziehung Beziehungsgestaltung und ist ein wechselseitiger, reflexiver Prozess. Die Bindungsforschung setzt die Familienerziehung als Bezugskontext voraus. Als Umgangserziehung operiert sie auf der Basis einer lebensweltlichen Rekursivität von Erziehungszielen und Erziehungspraxis in der Trias von Verwiesenheit, Abhängigkeit und Reziprozität, an der die professionelle Kleinkindererziehung anzuknüpfen sucht. Dritte Theorie, Familie, Erziehung als Selbstbildung. Unter dem Einfluss der Forschung zur kindlichen Hirnentwicklung wird die Selbstorganisation des kindlichen Organismus betont und zu einer Weiterentwicklung der bildungstheoretischen Traditionen deutschsprachiger Frühpädagogik in einem Konzept frühkindlicher Selbstbildung genutzt. Die Selbstreferenzialität des kindlichen Bewusstseinssystems fungiert als neurobiologische Variante des Subjektbegriffs, der für traditionelle Bildungstheorien zentral ist. Das Konzept der Selbstbildung wird aus der Natur des Kindes abgeleitet und korrespondiert mit wahrnehmender Beobachtung und der Gestaltung einer anregungsreichen Umwelt. Allen drei Theoriegruppen ist gemeinsam, dass sie das Erziehen im Lichte beabsichtigter Resultate konzeptualisieren. Es sind Reflexionstheorien der Erziehung. Damit imaginieren sie gleichsam die Perspektive der professionellen Erzieherin. Für Erzieherinnen sind die Tätigkeit des Erziehens und ihr intendiertes Ergebnis nicht voneinander zu trennen, sondern konstitutiv miteinander verwoben. Erziehen wird von ihnen im Hinblick auf seine intendierten Wirkungen hin entworfen, auch wenn es ständig nachgebessert werden muss und mit seinem beständigen Scheitern konfrontiert ist. Mit dem Ausdruck Erziehung ist daher immer gelingende oder scheiternde Erziehung gemeint. In diesem Sinne ist die Rede von Erziehung an eine Entwicklung der Persönlichkeit gebunden, aber auch an einen Entwurf, eine Konzeption, einen Plan, dem die Erziehungstätigkeit folgen muss, um zu dieser Entwicklung beizutragen. Robby Hörster hat das genannt, hat dazu formuliert, im Plan bezieht sich das Erziehen auf sich selbst. In allen Fällen handelt es sich weniger um Theorien der Erziehung als um pädagogische Konzeptionen. Sie machen per Definition ihre gegenstandskonstituierenden Prämissen nicht zum Thema und verfügen daher auch nur über ein begrenztes Spektrum legitimer Themen, die sich im Kern um die Arbeit pädagogischer Fachkräfte oder um die konzeptionsgeleitete Reflexion bzw. Evaluation von Erziehungs- und Betreuungstätigkeiten drehen. Das gilt auch und gerade für die Konstrukte der empirischen Bildungsforschung, von denen man es am wenigsten erwarten würde. Sie nehmen gegenüber der Erziehungspraxis eine evaluative Haltung ein, deren Maßstäbe im Wesentlichen vom Bildungserfolg der Kinder bestimmt sind. Bindungstheorien, die zweite Theoriegruppe, erkennen dagegen die Rekursivität familialer Erziehung an, bewerten sie aber durch den Verweis auf die psychischen Folgen bei den Kindern. Das Konzept der Selbstbildung, der Leitbegriff der dritten Theoriegruppe, nimmt die Erziehungswirklichkeit unter dem Gesichtspunkt der Selbsttätigkeit von Kindern wahr und nimmt sie zum Maßstab einer besseren Pädagogik. Nach all dem stellt sich die Frage, von welchem Kind ist eigentlich die Rede? Eine merkwürdige, aber wichtige Frage, denn mit dem Bezug auf das kleine Kind markiert die Pädagogik der frühen Kindheit ihre Eigenständigkeit gegenüber anderen Lebensabschnittspädagogiken. In der frühen Kindheit sieht sich Erziehung unausweichlicher als in anderen Lebensphasen dem Körper der Kinder gegenüber. Die vorsprachliche und verletzliche Leiblichkeit des kleinen Kindes ist ein Skandalon des pädagogischen Diskurses und bietet bis auf den heutigen Tag Anlass für engagierte, nicht selten auch ideologisch zugespitzte Attacken auf die soziale Organisation der institutionellen Kleinkinderziehung. Der Körper des Kindes wird als eine Grenze der Erziehung zur Voraussetzung pädagogischer Reflexion. Die Form,
in der dies geschieht, ist die pädagogische Anthropologie. Dabei changiert der Erziehungsbegriff zwischen der Überwindung eines Zustands der Nichterziehbarkeit und der Orientierung an einem idealistischen, subjekttheoretisch inspirierten Konzept allgemeiner Menschenbildung. Das Kind nimmt in der Pädagogik der frühen Kindheit die Position ein, die in der Bildungstheorie das Subjekt einnimmt. Das Kind ist eine Metapher für die Wirklichkeit von Möglichkeiten, für Potenzialität. Benner erkennt in der Natur des Kindes die Natur des Menschen. Sie besteht in der Unbestimmtheit seiner Bestimmung. Bei ihm ist die Ontogenese kein psychobiologischer Prozess, sondern von der Bildsamkeit und Lernfähigkeit des Organismus bestimmt. Dies erlaubt, auf die Körperlichkeit des Kindes immer schon im Hinblick auf einen Prozess der Selbstverwirklichung Bezug zu nehmen. Also von Entwicklung pädagogisch, nicht empirisch zu sprechen. In diesem Sinne bestimmt Liegle, in Anlehnung an Benner, Erziehung als eine Aufforderung zur Selbsttätigkeit. Man kann die Frage, was die Pädagogik der frühen Kindheit unter dem Kind versteht, unter Kindern versteht, also so beantworten. Das Kind verkörpert gleichsam das Ideal gelungener Erziehung. Seine Potenzialität birgt jedoch auch soziale Bedingungen der Möglichkeit von Erziehung. Anders gesagt, das Kind ist eine subjekttheoretische Leerstelle, die ihren Ort in generationalen Ordnungen hat. Im Kontext generationaler Ordnung ist der Lebensabschnitt der frühen Kindheit historisch und kulturell höchst variabel. Liegle spricht daher von einer kulturellen Natur des Kindes und setzt an die Stelle der Dualität von Subjekt und Objekt, von Ich und Welt, den Austausch Organismus-Umwelt. Das Kind hat diese kulturelle Natur nicht, sondern ist in sie eingebettet. Die kulturelle Natur des Kindes deutet, rahmt und bringt in sozialen Beziehungen praktisch hervor, was ein Kind ist. Erziehung ist mithin nicht lediglich eine Reaktion auf eine Entwicklungstatsache, sondern bezieht sich in Bezug auf die Natur des Kindes auf sich selbst. Es wäre also falsch zu behaupten, dass die Kindheit in der Kindheitspädagogik ontologisiert wird. Es geht eher um eine Verwirklichung von Möglichkeiten. Dabei verbindet sich im Konzept des Selbst, der Selbsttätigkeit, die Praxis von Erziehung und die Verwirklichung ihres Ziels, die Bildung des Subjekts. Die Finalisierung dieser Potenziale ist der entscheidende Schritt, die moderne Form des alten Subjektbegriffs. Sie geht in die Praxisrelevanz der Reflexivität ein. Das ist mit der Rekursivität von Reflexionstheorien gemeint. Sie begründen und rechtfertigen sich durch ihre Bezugnahme auf das Kind. Das heißt, sie verlagern das, was sie versprechen, in ihre Voraussetzungen. Damit verbergen sie zugleich, dass ihre Versprechungen auf Leistungserwartungen reagieren, ohne zu wissen, wie sie sie erfüllen können. Daher misst die empirische Bildungsforschung auch Outcomes, ohne die Frage zu stellen, wie sie praktisch bewirkt werden. Die Alternative wäre, die Ambition des Bewirkens konsequent aufzugeben und die Logik, die Strukturen der Austauschbeziehungen selbst in den Mittelpunkt zu rücken. Zugleich würden Kinder als Akteure dieses Austauschs größeres Gewicht gewinnen. Erziehung würde zur Rekonstruktion von Erfahrung. Klaus Mollenhauer formulierte in der Einleitung zu einem zu Unrecht vergessenen Werk von Michael Parmentier über die Struktur frühkindlicher Bildungsprozesse, Zitat: Erziehung ist in ihren wesentlichen Teilen Rekonstruktion der gesellschaftlich-kulturellen Welt, der Wirklichkeit von Lebensformen im Wissens- und Handlungsbestand des Kindes. Es wird so beschrieben, dass dabei sowohl das Handeln des Kindes in seinen Strukturelementen als auch das Handeln des erziehenden Erwachsenen zum Vorschein kommt. Erziehungsfelder lesen sich in dieser Sichtweise wie Landkarten,
in denen das Netzwerk der für den Bildungsvorgang relevanten Bedeutungen eingetragen ist. Das Kind liest sie, sofern es die Handlungen und Situationen, an denen es teilnimmt, versteht. Was es verstanden hat und was in die Struktur seines eigenen Wissens- und Handlungsrepertoires Eingang findet, hat es gelernt. Zitat Ende. Zusammenfassend pointiert, anders als die oben genannten drei Gruppen von Theorien der Erziehung in früher Kindheit, weist Mollenhauers Erziehungsbegriff auf die Empirie der Austauschprozesse und auf die Rolle der Kinder im frühpädagogischen Feld hin. Mollenhauers Erziehungsbegriff lässt erkennen, dass der Frühpädagogik eine Theorie der frühpädagogischen Praxis fehlt. Eine Institutethik der Frühpädagogik sollte diese Lücke füllen. Sie wäre daher zugleich eine Theorie der Reflexionstheorien von Erziehung. Eine Institutethik frühpädagogischer Praxis macht zum Thema, wie praktisch hervorgebracht wird, was die Frühpädagogik voraussetzt. Mein zweiter Argumentationsschritt. Bernfeld führt das Konzept der Institutethik im ersten Teil seines Sisyphus ein. In diesem Teil diskutiert er die Wissenschaftlichkeit der Pädagogik seiner Zeit. Maßstab für die Wissenschaftlichkeit von Pädagogik, so Bernfeld, ist die Rationalisierung der Erziehung. Das heißt, ihre zweckrationale Einrichtung. Die Rationalisierung der Erziehung sieht Bernfeld vergleichsweise am weitesten fortgeschritten im schulischen Unterricht. Ihre theoretische Form ist die Didaktik. Es geht dabei um das Verhältnis von pädagogischer Aufgabe, erzieherischer Handlung und Lerneffekt. Die Didaktik weist aber einen entscheidenden blinden Fleck auf. In den Worten von Bernfeld, Zitat, indessen die Didaktik versucht, den Unterricht des einzelnen Lehrers zweckrational zu denken, bleibt die Schule als Ganzes, das Schulwesen als System, ungestört, ungedacht. Diese Lücke müsste die Didaktik erst schließen. Sie muss sich durch eine Disziplin ergänzen, die man Institutethik nennen könnte. Diese Institutethik hätte zweckrational die Institution, die wir in ihrer Gänze Schulwesen nennen, umzudenken. Zitat Ende. Dagegen hat die Didaktik lediglich die Ziele von Erziehung vor Augen, die der Lehrkraft ausdrücklich oder auch stillschweigend vom Bildungssystem vorgegeben werden. Der institutethische Blick erkennt, dass die einzelne Einrichtung kein autonomes pädagogisches Territorium ist und die einzelne Erzieherin, Erzieher kein autonomes pädagogisches Subjekt. In moderner Sprache würde man formulieren, Schule und Lehrer sind Akteure eines pädagogischen Feldes und seiner machtbestimmten Relationen, das beispielsweise für die Reproduktion sozialer Ungleichheit und die Chancen individueller Bildungsprozesse maßgeblich ist. Der Unterschied von Didaktik und Institutethik besteht darin, dass Institutethik nach den außerpädagogischen Bedingungen fragt, die Erziehung als soziale Tatsache erst ermöglichen. Institutethik ist also die vollständige Wissenschaft von der Didaktik, weil sie das Problem der Effekte von Erziehung im Kontext des Bildungssystems und seiner gesellschaftlichen Funktionen betrachtet. Bernfeld entwickelt den Begriff der Institutethik aus einer Kritik der Didaktik, aber erreicht darüber hinaus und verweist auf eine Wissenschaft von der Erziehung. Eine Verwissenschaftlichung der Erziehung mündet bei Bernfeld daher konsequent in eine Umgestaltung pädagogischer Institutionen und nicht nur in neue Curricula. Anders als die frühpädagogischen Theorien der Erziehung, die im vorigen Abschnitt diskutiert wurden, geht eine Institutethik von den Grenzen einer Erziehung aus, die sich auf ihre Konzeptionen und auf die Lernfähigkeit des Zöglings beschränken zu können glaubt. Die Möglichkeiten von Erziehung hängen daran, dass diese Grenzen überwunden werden. Andernfalls ist es nicht wirklich der Erzieher, sondern die Schule oder der Kindergarten als Institution, die erzieht. Das ist Bernfelds Pointe. Bernfeld arbeitet drei Grenzen heraus.
Die erste Grenze liegt gleichsam im Erzieher. Es sind seine affektiven Gefährdungen, die aus unverarbeiteten Erfahrungen der eigenen Kindheit entstehen. Der Erzieher, so Bernfeld steht gleichsam vor zwei Kindern, dem zu Erziehenden vor ihm und dem Verdrängten in ihm. Die Chance, diese Grenze der seelischen Tatsachen im Erzieher, wie Bernfeld das nennt, zu überwinden, ist ungewiss, aber sie liegt in der Hand der Erzieher. Die zweite Grenze dagegen nennt Bernfeld in einem zauberhaften Wort unübersteiglich. Es ist die soziale Grenze der Erziehung. Sie wird von den gesellschaftlichen Funktionen des Bildungssystems bestimmt, die Erzieher und Erziehung in ein System sozialer Ungleichheit einbinden. In den Worten von Bernfeld, das ist gut, sich daran nochmal zu erinnern, jede Erziehung ist in Bezug auf die erziehende Gesellschaft konservativ organisiert, in Bezug auf die Machttendenzen intensivierend. Es ist eine Potenzierung sozusagen der Konservation. Zitat Ende. Sie müssen, falls Sie den Text nicht kennen, das unbedingt mal lesen. Das ist eine Polemik, die einfach fantastisch ist und die sozusagen in den Zeiten geschrieben wurde, als man noch keinen Computer hatte, sondern direkt vom Kopf in die Feder schreiben konnte. Und entsprechend ist das richtig saftig. Also jede Erziehung ist konservativ, sie ist intensivierend in Bezug auf die Machttendenzen. Da merkt man, jemand meint es ernst. Die dritte Grenze der Erziehung ist die Grenze der Erziehbarkeit. Menschen sind keine Tabula rasa, sondern Ergebnisse einer Gattungsgeschichte, die ihnen Chancen eines individuellen Lebens eröffnet und verschließt. Einer Gattungsgeschichte, die ihnen Chancen eines individuellen Lebens eröffnet und verschließt. Es sei eine wichtige Aufgabe der Erziehungswissenschaft, so Bernfeld, Möglichkeiten und Grenzen der Beeinflussbarkeit des Kindes genauestens abzuwägen und zu bestimmen. Zitat Ende. Bernfeld sieht aber deutlich, dass die Grenze der Erziehbarkeit nicht nur von Gattungsgeschichte und Vererbung, 85 Jahre nach Erscheinen des Buches kann man hinzufügen, nicht nur von genetischer Ausstattung und Neurobiologie gezogen wird, denn im Lichte der ersten beiden Grenzen der Erziehung stellt sich nicht nur die Frage, ob die grenzenlose Erziehbarkeit des Kindes überhaupt erstrebenswert ist, sondern ob diese Grenze nicht auch von den Kindern selbst gezogen wird. Was aus der Perspektive der Lehrkräfte als Erziehbarkeit bzw. eher Unerziehbarkeit erscheint, ist aus einer unabhängigen Perspektive eher als Herausforderung der Verfügbarkeit bzw. Unverfügbarkeit von Kindern anzusehen. Aber der Psychoanalytiker Bernfeld kann in dem Kind, das der Erzieher vor sich hat, nur wieder den Erzieher, diesmal als Kind, erkennen. Dies Kind vor ihm ist er selbst als Kind, sagt er. Die Differenz von Kindern und Erwachsenen, das Kind als anderer, als Gegenüber, ist dem Erzieher nur in der Verfügbarkeit über sich selbst zugänglich. Dies mag für die Reflexivität von pädagogischen Fachkräften eine brisante Einsicht sein, gleichwohl bleibt sie individualpädagogisch verkürzt. Sozialpädagoge ist Bernfeld, wo er später den Hinweis gibt, dass die Unverfügbarkeit des Kindes nicht auf der Unfähigkeit des Erziehers beruht, also prinzipiell zu überwinden wäre, erste Grenze, sondern auf der, Zitat, Organisierung des Kinderlebens in eigenen Organisationen. Da meint der Sozialist Bernfeld nicht die jungen Pioniere der Kommunistischen Partei, sondern die soziale Welt der Kinder und ihre Themen, Aufgaben und Probleme, ihre Normen und Ideale, ihre Sprache, Symbolik und ihre Sozialformen, wie er sie im Kinderheim Baumgarten als sozialen Ort beschreibt. Kinder erfahren Schulen und Kindertageseinrichtungen nicht als Schulen und Kindertageseinrichtungen, also im Horizont der Erziehungsaufgabe, die stellt sich den Fachkräften, sondern als Lebensräume und Orte von Erfahrungen, die sich vom Leben in ihren Familien deutlich unterscheiden. Als Adressaten von Kindertageseinrichtungen sind die Kinder Maßstab für den Erfolg von Pädagogik, für die Effektivität von intentionalen Handlungen.
obwohl die Erwartungen der Bildungs- und Sozialpolitik für Sie, die Kinder, so irrelevant sind wie die pädagogischen Konzepte von Erzieherinnen. Für diese wiederum ist die Erfahrungswelt der Kinder nicht lediglich eine fremde Welt, sondern sie sehen sich von jenseits der Grenze beobachtet. Denn die soziale Kinderwelt ist nicht lediglich mit sich selbst beschäftigt, sondern sucht sich einen Reim zu machen auf die Welt der Erwachsenen, sucht sie sich aktiv anzueignen. Anders gesagt, sie lernt. Entsprechend lässt sich die Grenze der Erziehbarkeit genauer fassen. Die dritte Grenze der Erziehung liegt in der sozialen Kinderwelt und dem selbsttätigen Lernen der Kinder, für das es den sozialen Rahmen bietet. Erzieher können diese Grenze der Erziehung nicht überwinden, weil sie nicht in ihrer Hand liegen, weil die Kinder ihr Lernen, ihre Auseinandersetzung mit der Welt der Erwachsenen eigensinnig organisieren. Von einer so verstandenen Grenze der Erziehbarkeit aus betrachtet, gewinnt die Idee der Instituetik eine unerwartete Bedeutung hinzu, indem das Konzept die Tatsache der Erziehung von der Position der Kinder her denkt. Für die nicht familiale Kleinkinderziehung ist das Konzept der Instituetik freilich bislang nicht systematisch aufgegriffen worden. Aber es lässt sich übertragen. Zum einen erkennt die Idee der Instituetik die nicht familiale Betreuung als einen eigenständigen institutionellen Kontext, der die Kindheit als ein soziales Phänomen hervorbringt, indem er auf die Kindheit als Entwicklungstatsache reagiert. Zum anderen sieht sie, dass pädagogische Einrichtungen wie Schulen und Kindertageseinrichtungen nicht lediglich Orte für Kinder sind, sondern soziale Räume. In diesem Sinne könnte das Konzept der Instituetik als Kritik der aktuellen Bestrebungen zu einer Elementardidaktik ausgeführt werden. In diesem Sinne beschreibt eine Instituetik von Kindertageseinrichtungen die Institutionalisierung der frühen Kindheit durch das System frühkindlicher Betreuung, Erziehung und Bildung. Auf den ersten Blick erscheint diese These, diese Schlussfolgerung, waghalsig, weil sie das Selbstverständnis der Frühpädagogik auf den Kopf stellt. Auf den zweiten Blick gibt es viele Hinweise, die sie plausibel erscheinen lassen. Bereits Ende der 90er Jahre vermutete Thomas Rauschenbach, die flächen- und bedarfsdeckende Ausweitung des Platzangebots könnte, Zitat, mit Blick auf die damit einhergehenden Standardisierungen und Sequenzialisierungen des Lebenslaufs von Anforderungen Heranwachsenden möglicherweise ähnlich folgenreich werden wie die Einführung der Volksschule und der Schulpflicht, Zitat Ende. Der Ausbau der Kinderbetreuung ist kein isoliertes Phänomen. Sie ist exemplarisch für den sozialstaatlichen Wandel. Chiara Saraceno stellte bereits Mitte der 80er Jahre fest, Zitat, die Entwicklung des Wohlfahrtsstaats in den industrialisierten Ländern hat die Kultur und die Erfahrung der Kindheit geformt. Institutionen haben umdefiniert, was es heißt, ein Kind zu sein und welche Erfahrungen ein normales Kind machen sollte, indem sie solche Dinge wie Betreuung von Kindern, Erziehung und Verhalten in der Kindheit reguliert haben. Zitat Ende. Altersnormen regulieren die Lebensphase Kindheit. Sie strukturieren die Erfahrung, Kind zu sein. Sie treffen aber auch Unterscheidungen zwischen Kindern, die praktische Konsequenzen haben, weil sie mit pädagogischen Organisationen verknüpft sind, für die diese Altersnormen, Pädagogik der frühen Kindheit, geschaffen wurden. Der Ausbau der öffentlichen Kinderbetreuung hat die Normierung der Lebensphase Kindheit verändert und intensiviert. In Deutschland beispielsweise hat der Ausbau der nicht familialen Kinderbetreuung nicht nur die Anzahl von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege erhöht, sondern auch die Altersspanne vergrößert, die Kinder dort verbringen. Thomas Rauschenbach schätzt, dass 80% der Kinder, die derzeit in die Grundschule eintreten, 3 Jahre Erfahrungen mit institutioneller Betreuung und Bildung mitbringen. Aber auch die tägliche Dauer der Betreuung hat zugenommen. Rauschenbach resümiert,
Für immer mehr Kinder wird eine immer frühere, länger andauernde und zeitintensivere Form der institutionellen frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung zu einer Selbstverständlichkeit. Zitat Ende. In Westdeutschland war dies zu Zeiten der ersten Vorschulreform in den frühen 70er Jahren noch undenkbar. In der DDR dagegen hatte diese Entwicklung schon viel früher eingesetzt und in anderen europäischen Staaten, etwa in Frankreich oder den nordischen Ländern, war sie Mitte der 90er Jahre bereits viel weiter fortgeschritten. Mittlerweile ist es auch in Westdeutschland zu einem durchschnittlich erwartbaren Element der Lebensphase Kindheit geworden, nicht nur in der Herkunftsfamilie, sondern auch in Kindertageseinrichtungen aufzuwachsen. Der Ausbau der Tagesbetreuung und ihre Qualifizierung zu Bildungseinrichtungen wird in Deutschland von der Überzeugung begleitet, dass die Förderung kindlicher Entwicklung nicht früh genug beginnen kann, weil in den ersten Jahren entscheidende Weichen gestellt werden. Die Einführung einer Kindergartenpflicht, zumindest für das letzte Jahr vor dem Übertritt in die Grundschule, wird diskutiert. In vielen europäischen Ländern bilden Kindertageseinrichtungen bereits die erste Stufe des Pflichtschulwesens. In Luxemburg beispielsweise, wo ich arbeite, beginnt die Schulpflicht mit 4 Jahren. Und die erste Stufe des Schulwesens, der Cycle 1, hieß früher Education Préscolaire und ist für 4- und 5-Jährige gedacht. Mit den Investitionen in die außerfamiliale Betreuung und Bildung in früher Kindheit erhöhen sich auch die Erwartungen an Tageseinrichtungen für Kinder. Ihre Aufgaben und ihre Leistungen werden öffentlich diskutiert. Aufgaben schulvorbereitender Förderung rücken gegenüber den Betreuungsaufgaben stärker in den Vordergrund. Entwicklung und Evaluation der Effektivität des Bildungsangebots und der Dienstleistungsqualität des Betreuungsangebots sind selbstverständlich geworden. Das alles ist ein Beitrag zur Konstitution von Kindheit. Und deswegen kann man in Analogie zur Schulkindheit von der frühen Kindheit als einer betreuten Kindheit sprechen. Was bedeutet das für die Möglichkeiten von Erziehung? Erziehung stellt sich lediglich von der Position der Erzieher aus als unendliches und trotzdem weitgehend vergebliches Geschäft dar. Bernfeld bindet die Grenzen der Erziehung an die Perspektive der Erzieher auf die Erziehungstatsache. Die Pointe des Konzepts der Instituetik besteht darin, die Möglichkeiten der Erziehung in der Unverfügbarkeit von Kindern zu erkennen. Ihre soziale Welt kollektiv erzeugten Sinns leistet einen eigenständigen Beitrag zur Institutionalisierung der Kindheit in Prozessen organisierter Betreuung, Bildung und Erziehung. Ich möchte in meinem nächsten Argumentationsschritt veranschaulichen, wie das Konzept der Instituetik in einem Programm empirischer Forschung über die Betreuungs- und Bildungswirklichkeit von Kindertageseinrichtungen konkretisiert und differenziert werden kann. Institutethik ist eine Theorie pädagogischer Orte als sozialer Orte. Das bedeutet, Erziehung ist nicht etwas, das an diesen Orten bzw. in pädagogischen Einrichtungen stattfindet, sondern gleichsam durch diese Orte. Eine Institutethik pädagogischer Orte wirft daher die Frage nach der Rolle der Akteure auf. Bernfelds Konzept hat nicht nur die pädagogischen Fachkräfte, sondern auch ihre Adressaten, die Kinder vor Augen, aber auch die scheinbar abwesenden Stakeholder und darunter nicht nur die Eltern, sondern auch die politischen Interessen an der Kindertagesbetreuung. Eine Institutethik der Kindertagesbetreuung macht das Verhältnis von pädagogischen Organisationen, ihren Akteuren und ihrer Umwelt zum Thema. Hier liegt der Anknüpfungspunkt des Konzepts zu modernen Praxis- und Organisationstheorien. Es geht also um das Verhältnis von pädagogischen Organisationen, ihren Akteuren und ihrer Umwelt, die im Begriff der Institutethik gemeint ist.
Bernfels Sisyphus und sein Konzept der Instituetik hat theoriegeschichtlich weitreichende Folgen gehabt. Man kann es als einen frühen Beitrag zu einer Soziologie der Erziehung lesen. Es hat zweifellos auch dazu beigetragen, einem sozialisationstheoretischen Denken in der Erziehungswissenschaft den Weg zu bahnen. Die Entstehung der sogenannten kritischen Erziehungswissenschaft in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts ist durch Bernfeld ganz wesentlich angeregt worden, übrigens nicht nur durch seinen Sisyphus. Ich möchte nun auf einen weiteren Impuls aufmerksam machen. Das Konzept der Instituetik verweist nämlich auf eine Theorie der Praxis pädagogischer Institutionen, in der die Mikrologik des Geschehens und die Makrologik pädagogischer Felder relationiert in ein wechselseitiges Bestimmungsverhältnis gebracht werden. Es manifestiert sich als ein situiertes, alltägliches Geschehen, als eine institutionelle Praxis, in der Betreuung, Erziehung und Bildung als soziale Tatsachen hervorgebracht werden. In diesem Sinne ist ein instituetischer Denkansatz auch in der schulbezogenen Bildungsforschung bereits aufgenommen worden. Helmut Fendt ist dafür ein Beispiel. Er verknüpft Ökonomie, Recht und Politik des Bildungswesens zu einer Soziologie des schulischen Binnenraums, der Schule als Erfahrungskontext und Wirkungsbereichen der Humanentwicklung. In seiner neuen Theorie der Schule spitzt er seinen Ansatz zu, um die strukturorientierte Realitätsbeschreibung in Konzepte einer Realitätsgestaltung münden zu lassen. Fendt verknüpft dabei vier Argumentationsebenen. Systematisch konzipiert Fendt das Bildungswesen als institutionellen Akteur. Das heißt, er konzipiert die Einheit des Bildungswesens als Zusammenhandeln natürlicher Personen im Rahmen normativer Strukturen. Zitat Fendt: Bildungssysteme sind institutionelle Akteure, die im Auftrag externer Akteure handeln und über Lehren und Lernen als wünschenswert definierte psychische Dispositionen in der nachwachsenden Generation erzeugen. Die zweite Ebene der Fendtschen Argumentation ist die Geschichte der Entstehung von Schule. Ohne historisches Gedächtnis ist eine Theorie des Bildungswesens unvollständig. Die dritte Ebene des Fendtschen Zugangs ist die schulpädagogische Dimension. Sie untersucht die Funktionsweise des schulischen Lernangebots als Logik einer Aufgabenerfüllung, nicht einer Zielerreichung übrigens. Die vierte Ebene ist die Wirkungsdimension. Der Beitrag der Schule zum Funktionieren der Gesellschaft, ihr Sinn also, besteht in ihren Wirkungen auf Leistungen und Persönlichkeitsentwicklung. Fendt will die Effekte von Schule allerdings nicht kausal ableiten. Er redet nicht von Outcomes, sondern will die Wirkungsdimension des Bildungswesens von der Nutzung des Lehrangebots durch die Schüler im Erfahrungskontext Schule her verstehen. Ein solcher Ansatz verspricht für die Pädagogik der frühen Kindheit dreierlei zu leisten. Zum einen stellt er ein begriffliches Instrumentarium bereit, um den Strukturwandel zu konzeptualisieren, den die nicht familiale Bildung und Betreuung in den letzten Jahrzehnten durchlaufen hat. Zum Zweiten ist der Ansatz attraktiv, weil er die Pädagogik der frühen Kindheit zu einer methodologischen Selbstkritik zwingt. Wenn sie begreifen will, was sich in der institutionellen Kleinkinderziehung in den vergangenen Jahrzehnten getan hat, muss sie einen Beobachtungsstandpunkt einnehmen, der pädagogische Prozesse in nicht-pädagogischen Terms beschreibt und analysiert. Und zum Dritten weist er auf die Möglichkeiten hin, die sich der Pädagogik der frühen Kindheit jenseits eines bereichspädagogischen Selbstverständnisses bieten. Er lenkt die Aufmerksamkeit auf die Multireferenzialität nicht-familialer Bildung und Betreuung und fragt nach der Gestaltung pädagogischer Beziehungen in diesem Kontext. Ob Fendts Theorie der Schule als Blaupause für eine Theorie der Kindertagesbetreuung taugt, sei dahingestellt. Ihre Relevanz für unsere Diskussion besteht darin, dass sie einen praxistheoretischen Ansatz verfolgt, dass sie eine Theorie institutioneller Praktiken ist.
Sie demonstriert, dass sie das Konzept der Institutethik formuliert in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts im Anschluss an moderne Praxistheorien als ein Programm zur Untersuchung pädagogischer Felder entfalten lässt. Eine praxistheoretische Perspektive fasst pädagogisches Handeln nicht unter dem Gesichtspunkt seiner Intentionen und Programme, sondern als raumzeitlich gebundene, reproduzierbare und sich wiederholende Form des Sozialen eben als soziale Praktik auf. Soziale Praktiken sind von einem praktischen Verstehen zusammengehaltene Verhaltensroutinen, deren Wissen einerseits in den Körpern der handelnden Subjekte inkorporiert ist, die andererseits regelmäßig die Form von routinisierten Beziehungen zwischen Subjekten und von ihnen verwendeten materialen Artefakten annehmen. So Reckwitz in seinem Aufsatz über soziale Praktiken in der Zeitschrift für Soziologie. Praxistheorien bilden eine in sich differenzierte Theoriefamilie, die sich gleichwohl auf einige elementare leitende Annahmen verdichten lassen. Praktiken sind die kleinsten Einheiten, die erste elementare Annahme. Praktiken sind die kleinsten Einheiten des Sozialen, eine Verknüpfung von regelmäßigen Doings und Sayings, wie Schatz gesagt, die durch ein implizites Verstehen zusammengehalten werden und sich körperlich als skillful performance manifestieren. Zweite elementare Annahme, die in dieser differenzierten Theoriefamilie gemeinsam sind: Praktiken folgen einer impliziten Logik, die ihre Wiederholbarkeit aus inkorporiertem Wissen gewinnen. Praktiken sind also eine wissensbasierte Tätigkeit. Praxeologische Forschung will dieses implizite Wissen rekonstruieren. Dritte Gemeinsamkeit: Praktiken müssen immer wieder neu vollzogen werden und können daher zwischen einer Geschlossenheit der Wiederholung und einer Offenheit für Misslingen, Neuinterpretation und Konflikt oszillieren. Vierte Gemeinsamkeit: Praxistheorien fassen auch das Subjekt praxiologisch auf. Das heißt, sie greifen nicht auf Universalien wie Autonomie oder Reflexivität zurück, sondern betonen umgekehrt, dass diese Subjekteigenschaften als Antwort auf soziale Anforderungen in historisch-spezifischen Praxiskomplexen hervorgebracht werden. Subjektiv und Eigensinn ergeben sich aus der praktischen Notwendigkeit mit verschiedenartigen Verhaltensroutinen und ihren heterogenen Sinngehalten umzugehen. Fens praxistheoretischer Ansatz ist eine Theorie der Institutionenbildung. Eine Theorie der Institutionenbildung, die vom Problem des Institutionenwandels ausgeht. Ihre Bedeutung für den Wandel nicht-familialer Kinderbetreuung, für diesen tiefgreifenden Wandel der letzten Jahrzehnte, liegt daher auf der Hand. Institutionen lassen einen Wertbezug handlungsrelevant werden, so Lepsius. Es geht dabei um den Sinngehalt sozialer Beziehungen, um ihre vorgestellte Ordnung. Das Phänomen des Institutionenwandels lässt sich aber nicht erklären, wenn man ihre Handlungsrelevanz auf eine Regelanwendung beschränkt. Mit Bernfeld lässt sich das Problem der Institutionalisierung pädagogischen Handelns so beschreiben, dass die Grenzen der Erziehung, also die Ungewissheit pädagogischen Handelns, in ein typisiertes, routinisiertes und sozial verstehbares Bündel von Aktivitäten verwandelt werden müssen. Mit diesem Problem setzen sich auch moderne Organisationstheorien auseinander. Sie verstehen organisationalen Wandel, das kann also auch der Wandel von Organisationen der Kindertagesbetreuung sein, als Umweltanpassung. Die Ansätze unterscheiden sich in Bezug auf Fragen wie: Wem oder was wird sich angepasst? Wer und wo sind die Akteure, die den Wandel betreiben? Geben die Organisationen einfach unkontrollierbaren Veränderungen nach oder handeln sie auch auf Eigeninitiative? Entscheidend ist, dass der Wertbezug pädagogischen Organisationen nicht inhärent, dass er keine Gegebenheit ist, sondern praktisch hergestellt, hervorgebracht werden muss. Fendt beschreibt Institutionalisierung als eine
Wendt beschreibt Institutionalisierung als eine Praxis der Rekontextualisierung. Sie stellt den Wertbezug pädagogischer Organisationen her, indem sie generalisierte externe Erwartungen, beispielsweise Bildungsaufträge, in Handlungsaufgaben übersetzt und dabei Außenbeziehungen, interaktionelles Geschehen und die Effekte des Bildungswesens miteinander verknüpft. Beispiele dafür sind Kindheitskonzepte und Kindheitsbilder, die der Beschreibung von pädagogischen Aufgaben und Funktionen als implizites Wissen inhärent sind. Denken Sie an die traditionelle Anthropologie des lernfähigen und bildsamen Kindes, das in der aktuellen frühpädagogischen Diskussion vom Leitbild des kompetenten Kindes abgelöst zu werden scheint und in den institutionellen Praktiken des Learning to be a Preschool Child, wie Liz Brooker das nennt, ebenso sehr vorausgesetzt wie praktisch verwirklicht wird. Auf weniger allgemeinem Niveau kann es sich aber auch um milieuspezifische Erwartungen an eine gute Kindheit oder um Konflikte zwischen der Orientierung an Dienstleistungen für Eltern und an pädagogischer Qualität für Kinder handeln, die sich in den pädagogischen Praktiken von Kindereinrichtungen als Wertorientierungen, handlungsorientierte Wertorientierungen niederschlagen. Pädagogische Wertorientierung und Erziehungsvorstellungen können auch durch koordinierte Prozeduren organisierter Kindererziehung, beispielsweise durch den Gebrauch von standardisierten Dokumenten und Materialien, durchgesetzt werden. Denken Sie an die Bedeutung von Instrumenten der Beobachtung und Dokumentation. Dies sind zugleich Beispiele dafür, dass eine Institutethik von Kindertageseinrichtungen das Spektrum der Aufmerksamkeit für die sozialen Wirklichkeiten von Bildung und Betreuung erheblich erweitert. Ich hatte oben betont, dass die Pointe des Konzepts der Institutethik darin bestehe, die Möglichkeiten der Erziehung in der Unverfügbarkeit von Kindern zu erkennen. Ich möchte diese These im Kontext der Institutionenbildung, des Themas der Institutionenbildung, noch einmal aufgreifen und fragen, was sie praxistheoretisch bedeutet, beziehungsweise wie man sie in einer institutethischen Forschung aufgreifen kann. Der Übergang von einem ausschließlich familial bestimmten Leben in den öffentlichen Raum institutioneller Betreuung oder von Kindertageseinrichtungen in die Schule beispielsweise, schafft für die betroffenen Kinder als Kinder einen konjunktiven Erfahrungsraum. Er stellt Kindern die Aufgabe und bietet ihnen die Chance, eine eigene soziale Welt und daraus eine Sinnwelt, eine Kultur der Kinder zu entwickeln. William Causaro hat sich in langjährigen kulturvergleichenden ethnografischen Studien mit der Peer Culture im Kindergarten als einer Lebensform beschäftigt, in der Kinder als Kinder in ein kollektives Verhältnis zu Erwachsenen treten. Sie stellt die Aufgabe, über deren Bearbeitung Kinder ihren Zugang zur Erwachsenenwelt intensivieren und differenzieren. Kinderkultur ist also nicht als Ausdruck einer autonomen Kinderwelt zu verstehen, sondern als interpretative Reproduktion von Erwartungen und Normierungen. Mit dem Begriff interpretative Reproduktion kennzeichnet Causaro den Prozess, in dem Kinder, Kultur und Gesellschaft nicht lediglich internalisieren, sondern sich mit ihnen hier, mit ihren pädagogischen Repräsentationen im Kindergarten auseinandersetzen und dabei zu eigenen Deutungen und Problemlösungen gelangen, die sie in einem eigenen Symbol- und Handlungssystem organisieren. Mit Fendt könnte man von einer spezifischen Form der Rekontextualisierung von Bildungsaufträgen sprechen. Causaro betont vor allem zwei zentrale Themen der Kinderkultur im Vorschulalter: Kontrolle zu gewinnen über das eigene Leben und diese Kontrolle mit anderen zu teilen, also soziale Teilhabe zu gewinnen, Beziehungen aufzubauen und aufrechtzuerhalten, sowie im Konflikt zu behaupten. Routinen sind dabei von zentraler Bedeutung. Routinen sind wiederkehrende und vorhersehbare, beobachtbare Handlungsmuster, die das Alltagsleben strukturieren. Ihr habitueller, selbstverständlicher Charakter verschafft den kindlichen Akteuren Sicherheit und ein geteiltes Verständnis von Zugehörigkeit zur Gruppe der Kinder. Das ist entscheidend, um die Unverständlichkeit und Ungewissheit der Erwachsenenwelt aufarbeiten zu können. Ihre Vorhersagbarkeit erlaubt, dass Routinen als Rahmungen fungieren können, wie Goffman das nannte, in denen eine große Bandbreite von soziokulturellem Wissen hervorgebracht wird, dargestellt und kollektiv interpretiert werden kann.
In diesem Sinne sind Routinen soziale Repräsentationen von Regeln der Erwachsenenwelt und Moment ihrer Überarbeitung zugleich. Corsaro hat zahlreiche Routinen der Kinderkultur beschrieben, darunter Zugangsrituale, Freundschaftsmuster, Rollenspiele, Aushandlungsprozesse und vor allem auch differenzierte Strategien, sich den durch Erwachsene gesetzten Regeln und Normen zu entziehen, sie umzuinterpretieren oder die Erwachsenen mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. In instituetischer Perspektive könnte man sagen, Kindertageseinrichtungen als pädagogische Organisationen sind darauf angewiesen, dass die Kinder mitspielen. Kinder stellen in der sozialen Kinderwelt ihre Erfahrungen mit der Erwachsenenkultur dar und nutzen sie zur Organisation ihrer sozialen Beziehungen. Ihr Lernen ist eine interpretative Reproduktion der Wirklichkeit von Lebensformen und ihre Inkorporierung als Wissens- und Handlungsbestand der Kinder. Das ist ihr Beitrag zur Institutionalisierung der Kindertagesbetreuung als pädagogisches Handlungsfeld. Es ist mittlerweile ein Gemeinplatz, dass sich das Feld der außerfamiliaren Betreuung und Bildung von Kindern im vorschulischen Alter in Deutschland seit den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts umfassend verändert hat. Ausgangspunkt meiner Überlegungen war die These, dass die Pädagogik der frühen Kindheit theoretisch und methodologisch mit diesem Wandel nicht Schritt gehalten hat. Sie ist im Wesentlichen eine Ausbildungswissenschaft geblieben, deren Ehrgeiz sich darauf richtet, die pädagogische Praxis zu verbessern. Das Konzept der Instituetik lässt diese Fokussierung als Verengung erkennen. An die Stelle eines konzeptionellen Blicks auf die Erziehungswirklichkeit setzt es eine Empirie der Erziehungstatsache, die als sozialer Ort in generationale Ordnungen eingebettet ist. Das Konzept lässt erkennen, dass es im institutionellen System frühkindlicher Betreuung, Erziehung und Bildung nicht allein um Kinder geht. Und dass das Betreuungssystem wie die Schule gerade dadurch zu einer wesentlichen Instanz der Konstituierung von Kindheit wird. Der Ausdruck Kindheitspädagogik erhält in einer instituetischen Lesart eine spezifische Bedeutung und überwindet die lebensabschnittspädagogische Verengung, wie sie beim Bezug auf die frühe Kindheit immer schon vorausgesetzt wird. Das Konzept der Instituetik verspricht der Kindheitspädagogik methodologisch und gegenstandstheoretisch Anschlüsse an aktuelle Theorie- und Methodendebatten zu öffnen und zugleich disziplingeschichtlich reflektiert zu bleiben. Das muss keineswegs bedeuten, dass Interesse an der Qualifizierung und Professionalisierung beruflicher Praxis in Kindertageseinrichtungen aufzugeben. Im Gegenteil. Mein Vorschlag für ein instituetisches Denken in der Kindheitspädagogik ist geleitet von dem Interesse an den empirischen Bedingungen der Möglichkeit pädagogischer Praxis. Damit geht er einen dritten Weg zwischen einer Pädagogik der frühen Kindheit, die sich für bildungsprogrammatische Begründungen und Reflexionen von Praxis, aber nicht für die Praxis der Programme interessiert, und einer pädagogisch-psychologischen Forschung zur Kindertagesbetreuung, die sich für den Nachweis von Effekten des Besuchs von Kindertageseinrichtungen auf Entwicklung und Bildungserfolg interessiert, aber nicht dafür, wie diese Effekte ist nach Bernfeld nun wirklich ein wundervoller Versprecher, der sich aber nicht dafür interessiert, wie diese Effekte in der alltäglichen Praxis hervorgebracht werden. Das war's. Ich danke Ihnen. Ja, herzlichen Dank. Schwere Kost. Sie haben die Möglichkeit der Nachfrage. Kannst du uns nicht erstmal eine Pause gönnen? Ja, das wird schwierig, weil dann stimmen die jetzt gleich mit den Füßen ab. Oh, okay. Weil viele auch weg müssen. Das ist meine Erfahrung hier. Ich wäre Ihnen, wenn Sie keine Fragen haben, wäre ich Ihnen auch für eine Rückmeldung dankbar. Bitte schön. Ja, also es ist natürlich sehr viel und sehr komplex. Aber ich danke Ihnen, dass Sie so ganz grundsätzlich unsere Gedanken auf die Rahmenbedingungen gelenkt haben für frühkindliche Bildung, Erziehung, Betreuung.
Und da denken wir doch in diesen Gegensätzen, schulische Bildung und Erziehung, vorschulische Bildung und Erziehung und dann nochmal die familiale Bildung und Erziehung. Und was so auffällt, ist ja, dass wir eben bei diesem ganzen explosiv sich entwickelten Bereich der frühkindlichen Bildung und Erziehung von den Grundvoraussetzungen her etwas, ist es privat organisiert, ist es marktwirtschaftlich organisiert, im Gegensatz zum schulischen. Also haben wir eigentlich so ein amerikanisches System. In Amerika sind die Schulen auch, werden von den Kommunen getragen, von den Landkreisen. Insofern hat man in schlechten Gegenden schlechte Schulen. In Deutschland ist es auch so, also in schlechten Gegenden schlechte Kitas. Lubetz-Studie. Ja, was würde Bergfeld dazu sagen, dass wir einmal ein schulisches System haben, staatlich getragen, dazu hat Herr Hoffmann uns auch viel ausgeführt, und so ein vorschulisches System rein marktwirtschaftlich organisiert. Die Eltern, die viel Geld haben, können sich die beste Pädagogik leisten. Ja, für Bernfeld wäre das eine ganz relevante Unterscheidung. Bernfeld würde sagen, ich würde jetzt sozusagen gleich mal einen Schritt drüber hinausspringen und sagen, ich danke Ihnen für diesen Hinweis, das ist ein ganz wichtiger Punkt, über den man nicht lediglich als Rahmenbedingungen von Praxis sprechen muss, sondern als Konstitutionsmerkmal von Praxis. Und das würde dann beispielsweise zu kritischen Rückfragen Anlass geben, mit Bernfeld, instituetisch, ob nicht diese Maße von pädagogischer Qualität ganz anders bestimmt werden müssen, nämlich nicht lediglich in Bezug auf Variablen des Erzieherverhaltens oder die örtlichen Gegebenheiten in einer Einrichtung, sondern inwiefern die Kriterien für Qualität und vor allem ihre evaluative Differenzierung nach guter und schlechter Qualität nicht in viel stärkerem Maße diese Dimensionen aufnehmen sollten, die Sie jetzt gerade angesprochen haben. Muss ehrlich sagen, ich habe nie verstanden, wie man gewissermaßen ein Maß oder ein bestimmtes Instrument wie diese Ecker-Skala, die aus diesem amerikanischen Kontext stammt, in dem die Verhältnisse, was ich auch aus eigener Erfahrung weiß, total schauerlich sind in den Einrichtungen, wie die gewissermaßen aus diesem soziokulturellen Kontext gelöst, ja, und einem abstrakten Kriterium von gut und schlecht untergeordnet und auf die deutsche Situation angewendet werden muss. Herr Tietze wird uns das sicherlich gut erklären können, aber ich denke, es ist hinsichtlich dem Gedanken von Instituetik, und darauf kam es Ihnen ja an, ein ganz wichtiger Gesichtspunkt. Wie gehen eigentlich diese Unterschiede marktwirtschaftlich, staatlich organisiert, private, öffentliche Verantwortung, Trennungen, Gegensätze zwischen Schule und so weiter, wie gehen die eigentlich in das inhaltliche Geschehen und seine Bewertungen ein? Wenn es keine Fragen gibt, wäre ich Ihnen auch dankbar. Ich muss keine Fragen. Bitte. Ich lasse Sie nicht gehen, weil ich habe da gerade den Satz mitgedacht, auch mit unseren Projekten. Jetzt stehen wir instituetisch betrachtet auch als Professoren auch in einem System, was ja auch, ich sag mal, bildungspolitischen Steuerungsmechanismen unterliegt. Ja. Und nicht nur einer Ideologie von Freiheit, von Forschung und Lehre. Wenn ich mir das jetzt überlege und komme jetzt mit meinen nächsten Projektanträgen, dann stehe ich ja doch auf der anderen Seite mit genau diesen normativen Erwartungen gegenüber, die Sie beschrieben haben. Nämlich, welche Bedeutung hat das für die Elementardidaktik? Wie, oder ich polarisiere jetzt mal. Honig hat gesagt, Praxis verbessern brauchen wir gar nicht mehr, das ist ein falscher Ansatz. Es reicht zu gucken, wie die Praxis ist. Wie erkläre ich das solchen Menschen, dass das letztlich auch für sie in ihrem normativen Denken ein Potenzial hat, was besser ist als der andere Weg? Das Problem, was Sie jetzt auf den Tisch legen, ist eine Herausforderung unserer Arbeit in Luxemburg. Wir machen eine ethnografische Forschung über die Praktiken, die pädagogischen Praktiken von luxemburgischen Betreuungseinrichtungen. Ethnographie ist nicht daran interessiert, zu sagen, was besser ist, was schlechter ist, sondern Ethnographie ist auf die Struktur, auf die Logik des Geschehens ausgelegt.
Wir machen aber gleichzeitig Fortbildung mit Fachkräften. Und die Fortbildung mit Fachkräften läuft nicht nach dem Muster, dass wir sagen, alles nett, was ihr macht, aber wir wissen, wie es besser geht. Sondern die Fortbildung läuft nach dem Muster, wir zeigen euch mal, was ihr macht. Und wir sprechen mit euch darüber, ist es das, was ihr wollt? Und wir zeigen euch, was in der Situation noch alles möglich ist. Das heißt, dass jede Handlungssituation hochselektiv aus einem Spektrum von Handlungsmöglichkeiten eine oder andere ausfällt. Das heißt, Fortbildung auf der Basis eines instituitischen Blicks auf die Wirklichkeit der Kindertageseinrichtung zielt darauf, Fachkräfte zu befähigen, in Handlungssituationen Optionen zu erkennen und Optionen zu wählen. Das heißt, Professionalität bedeutet, in der Situation entscheiden zu können, wie ich die Situation gestalten will. Und dies gewissermaßen vor dem Hintergrund eines Problembewusstseins, einer wissenschaftlichen Kenntnis, wissenschaftlich unterfütterten Kenntnis über die Komplexität von Handlungssituationen. Das wäre meine Antwort auf Ihre Frage. Schön. Der Honig hat sich mein Feedback gewählt. Vielleicht kommen Ihnen Fragen zu schwierig oder zu kompliziert vor. Das geht mir auch immer so, wenn ich in Ihrer Situation bin. Das darf ich mir aber immer nicht anmerken lassen, weil ich ja der Professor bin. Vielleicht haben Sie Gedanken, Sie sagen, es ist vielleicht zu überlastet, zu kompliziert. Es kam Ihnen nicht stimmig vor, es war irgendwas Neues dabei. Ich wäre Ihnen gerne für eine Rückmeldung, wäre ich Ihnen dankbar. Also, ja, Sie haben recht, es war viel und komplex, aber sehr trotzdem irgendwie erfrischend, fand ich. Also so, dass man sozusagen so einen anderen Aspekt nochmal hat und genau das, was Sie gerade auf Herrn Hoffmanns Frage gesagt haben, dass man eben da ja nicht so mit dem Zeigefinger und ihr praktischen Pädagogen müsst mal so und so machen, sondern dass man da mehr reingeht und auch diese, dass Sie zu Grenzen und Chancen sozusagen gesagt haben, dass man da eben ja, sich darauf konzentriert und schaut, wo man hingeht. Das finde ich irgendwie ein sehr ansprechendes Konzept, also auch sehr, ja. Es ist ganz wichtig, dass, wenn Sie das jetzt nochmal so unterstreichen, dass Ihnen das wichtig ist. Es ist ganz wichtig, klarzumachen, dass ich nicht auf den Standpunkt stehe, es kommt auf pädagogische Konzeptionen nicht an. Und es kommt sehr wohl darauf an, sich Gedanken zu machen, wie ich die Praxis verbessern kann. Ein praxistheoretischer Ansatz erlaubt, rückt aber die Aufmerksamkeit sozusagen auf die Schwierigkeiten der Umsetzung. Und viele Fortbildungen sind darauf konzentriert, lediglich eine Diskussion über das bessere Konzept zu führen. Und wenn man sich auf die Bedingungen der Praxis einlässt, dann kann man eben sehen, es ist nicht nur die Schwierigkeit des einzelnen Erziehers mit einem einzelnen Kind, sondern es ist gleichzeitig eine hochkomplexe institutionelle Situation, in die er selber verflochten ist. Das heißt, also auch die Möglichkeiten der Verbesserung sind, wenn man sie lediglich aus der Perspektive der individuellen Anstrengung oder Ambitionen betrachtet, notwendigerweise begrenzt. Das ist wirklich, man muss sich das klar machen. Das ist das Tolle an dieser Institutik. Er ernüchtert die Erzieher und gleichzeitig entlastet er sie, weil er sagt, es gibt objektive Grenzen der Erziehung. Und eine Fortbildung muss darauf sehen, gewissermaßen Gestaltungsmöglichkeiten zu eröffnen. Ja? Und Professionalität besteht darin, Erzieherinnen zu befähigen, gestalten zu können und nicht einfach Konzepte lediglich umzusetzen. Ich glaube, das war ein sehr schöner Abschluss. Ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich für die inspirierenden Gedanken. Wir haben ja gleich noch Zeit beim Eis oder etwas anderem. Eis! Darüber zu sprechen, weil ich habe da wirklich große Interesse an, auch aufgrund von drei, vier Personen, die hier im Raum sind, nämlich Sarah, mit Katrin und Melanie, ob es jetzt bei Simone und Ursula, man hat jetzt die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von mir angesprochen, die in ähnlichen Forschungsprojekten, ethnografisch teilweise, aber auch anders zugreifen. Da sicherlich mit Conforming, vielleicht hat das sogar einige Probleme, die wir nächste Woche lösen wollen, in meiner Teambesprechung heute schon ein bisschen mitgelöst. Insofern wünsche ich Ihnen noch einen schönen sonnigen Tag, Ihnen noch einen schönen Abend in Osnabrück
und eine gute Heimreise nach Trier, respektive Luxemburg. Danke. Danke.